Hallo zu einem Short Review Pickup Mini, kann man so sagen. Ich habe Post bekommen und mit schönen Transformers-Figuren. Und das packe ich mit euch zusammen aus. Es wird sich auch nur darum drehen. Deswegen kurz und knackig ein Paket und das öffne ich jetzt so. Beziehungsweise erstmal der Opener. Ich mache jetzt das Paket auf. Ganz vorsichtig. Das war ein Kleinanzeigenlot oder zwei sogar, hat einer verkauft. Sehr günstig, sind wohl auch gebraucht. Papier. Auch einiges doppelt. Aber ich habe einiges noch nicht gehabt. Beziehungsweise ich habe einen Teil und ich habe einen Teil nicht gehabt. Ihr seht schon, da kommt so einiges heraus. Und das schaue ich mir mit euch gemeinsam an, so Karton weg. Und fangen wir an mit der Tüte, die man auch schon sieht. Ihr seht nicht viel. Ich weiß nicht, was das jetzt, ob das doch, ist es auch ein Transformer? Nee, ein Matchbox. War aber dabei, so ein leichter, so ein bisschen Verwandlungseffekt. Kenne ich gar nicht. Klappt so aus. Was ist das denn? Matchbox, Matchcard, Hyundai, also Hyundai-Wagen, Watchcar, nee, ist ein Watchcar, keine Ahnung. Sieht witzig aus. Es war jetzt mit in dem Lot drin, sie wirkte wahrscheinlich wie ein Transformer und deswegen wurde das mir dazu gepackt. Oder es war mit dabei. Aber ansonsten haben wir hier 4 Transformer. Fangen wir an mit einem, das müsste ein G2 Gobot sein, wenn ich das richtig sehe von dem. Ne, das ist er doch, ne? G2 Gobot. Genau. Stockbird steht drauf. Ganz simpel. Am Endeffekt Arme rausziehen. So, und Beine rausziehen. Noch klappt das. Jo, ganz simpel. Kein schlechtes Auto. Hier sind zum größten Teil G2s und die sind in echt gutem Zustand gewesen. Deswegen haben die mich auch interessiert. Ne? Zusammen. Also hier würde jetzt die Waffe fehlen. Der hätte noch eine Waffe dabei. So, ein bisschen zur Seite. Messer brauche ich eigentlich gar nicht mehr. So, hier haben wir einen Starscream. Das ist jetzt, ich weiß gar nicht, aus welcher Zeit der kommt. Das ist kein so ein berauschender Starscream oder Jet. Ich weiß gar nicht, von wann der ist. Das müsste, oder es ist auch ein G2 Jet. Das ist gar nicht Starscream, das sah nur so aus. Auch nicht schlecht. Ich hatte den noch nicht. Auch hier seht ihr es an dem Leuchten, leuchtet so durch die Augen. Cool, absolut cool. Achso, muss jetzt hier mit den Armen rudern. Die Arme gehen zurück. Ach ja, und dann dreht, durch das Drehen, oh, man dreht den ganzen Körper, das ist interessant. Ah, ja, genau. Simpel. Ich ein bisschen hier und da ausgeleiert. Ah, so nach vorne geklappt. Ich glaube, die Waffen fehlen jetzt hier. Hier gibt es bestimmt auch eine Waffe. Das ist jetzt, wie gesagt, ich habe den jetzt nicht so auf dem Schirm gehabt. Die sind eingeklappt. Ich vermute mal, dass das so gehört. Ein Jet. Nicht schlecht. Habe ich noch nicht gehabt. Könnte auch aus der Zeit von G2 sein. So, lustig. Und auch 2 G2-Fahrzeuge. Den habe ich bereits euch in einem anderen Video mal gezeigt, aber bei mir fehlte die Waffe. Das ist nämlich so eine Motorwaffe, die hier drin ist. Die unter der Haube sozusagen sitzt. Ich will mal sehen, ob ich das bei dem einen hier... Beine werden umgeklappt. Na, aber das... Als Kind ging es schneller.
Als Erwachsener brauche ich da mehr Zeit für, warum auch immer. So, umgeklappt. Die Arme können rausgezogen werden und dann ist der Motor ist da unter geklemmt. So. Fehlt der Kopf? Fehlt da der Kopf? Fehlt da der Kopf? Das ist lustig. Scheinbar ist der Kopf abgebrochen oder rausgefehlt. Naja, strange. Und dann war der Motor die Waffe. Ja, habe ich nicht mit gerechnet, dass der Fußball gespielt, habe die Waffe hier ins die Box wieder geworfen. Interessant. Ohne Kopf. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ist da der Kopf denn da? Ja, ihr seht ja, da ist der Kopf. Der ist heil. Hier fehlt der Kopf. Das ist doch Wahnsinn. Wenn man zusammen setzt das Ganze. Bisschen kompliziert eigentlich, wenn man das so will, dass man den Motor hier so ein bisschen reinsetzt und dann das macht. Zum Glück habe ich diese Figur schon. Aber mir ist gleich aufgefallen. Aber das war auch so, der Besitz, der Verkäufer hat das alles in einer Box gehabt. Und alles in zwei, auf zwei Fotos, sozusagen zwei Lots. Und mir geht es, diese Motoren sind schon seltener. Gut, der zum Hinstellen ist ja so top. Verwandelt natürlich in Flop. Ich weiß auch nicht, was das soll. So ein blaues, das blaue Auto, hier überall Art Verwandlungsfähigkeit. Und somit Aufziehmotor. Was auch immer das bedeuten mag. Flügel. Interessant. Kenne ich so nicht. So, aber zu Transformers-Zeug. Ne? Wir wollen ja sehen, was wir noch haben. Hier drin eingepackt. Sehr schön, auch in dieser schönen Folie. Das ist natürlich jetzt ist nur ein Teil eines größeren. Den habt ihr auch beim letzten Mal gesehen. Der ist jetzt dabei in dem Slot gewesen. Sieht auch nicht schlecht aus. Ich glaube, der heißt Dreadwind und Smokescream oder so. Das ist auch so ein G2. Das ist so der innere Jet. Wir sehen, auch in sehr gutem Zustand. Aber mir ging es eigentlich um diese hier, weil mir der Motor von dem fehlt. Somit ist das gewesen. Und für den ganzen Lot habe ich, ja, ich hab günstig den bekommen. Das war einmal der Set und das Set, was jetzt hier drin ist. Und das ist eine ganze Tüte voll Micromaster. Und wenn es klappt, ist wenigstens einer dabei, der mir fehlt. So, Papier weg. So, und das sind auch eine Menge doppelt und dreifach. Aber es ist nicht schlimm. So, der ist hier gleich ein kaputter, da fehlen die Flügel. Und die Arme sind dran, aber die Flügel fehlen. Also ein Doppel-Micromaster. Dann haben wir hier eine Planierraupe-Micromaster, die ist auch heil. Kopf ist nicht eingeklappt. So, wunderbar. Auch ein Fahrzeug, was richtig cool ist. Vollständig auch mit der Waffe, funktioniert sich doch sehr gut aus. Die sind auch sehr sauber, muss ich sagen. Der hier ist das, glaube ich, der mir fehlt. So ein Pickup von der Monster Patrol. Sieht zwar so aus, als ob hier vorne was fehlt, da muss ich aber nochmal dann schauen. Aber das wäre jetzt einer, der mir fehlt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Hier haben wir ein Autobahn-Logo hinten dran. Das sieht auch nach so einem Micromaster aus. Aber den kenne ich gar nicht. Das sieht auch wie ein Knockoff aus. Komische Sache. Ja. Steht auch so komisch. Also das sieht echt seltsam aus. Die Hände. Also wenn das wirklich ein echter Transformer sein soll. Hier sieht auch unten das Logo falsch aufgeklebt aus. Das ist irgendein Knockoff. Fehlt auch hier die Haube. Was es nicht alles gibt. So, weiter. Was haben wir hier? Noch ein Fahrzeug. Hier fehlt leider die Waffe oben drauf. Ein Betonmischer Micromaster. Der ist, glaube ich, sogar mehrfach hierbei. Habe ich jetzt mehrfach. Hier ist er noch ein zweites Mal. Und sogar ein drittes Mal. Interessant, wie das manche einfach haben.
Er muss auch vom Spielen tauschen, sonst was viele Sachen bekommen haben. Hier sehe ich auch, ja, der ist sogar, hier ist leider kaputt. Ist ein Arm abgebrochen. Und der ist ein bisschen bespielt. So ein kleiner Kran-Micromaster. Lässt sich vielleicht als Ersatzteil gut gebrauchen für jemanden, wo noch was fehlt, durch den Kran, der vielleicht woanders kaputt ist. Auch hier eins, glaube ich, von so einem Doppel-Micromaster. Von der Astro-Squad muss das sein, mit der Raketenabschussbasis. Das reine Fahrzeug, aber auch bespielt, ausgeleiert. Eine Planierraupe. Ein Hot Rod Patrol, Race Car Patrol, auch sehr gut. Die Arme sind sehr geleiert, muss ich sagen, so ein bisschen locker. Und hier sind noch zwei weitere der Race Car Patrol. Ja. Ist ein einfacher Lot, recht gut. Wie gesagt, zwei Fahrzeuge, die nicht dazugehören. Sehr interessant. Bisschen was dabei für mich zum Vervollständigen. Ansonsten jetzt in die Tausch- und Sammelkiste oder Verkaufskiste, sage ich mal so. Und ja, das soll es für dieses kurze Mini-Pickup-Video sein. Freue mich über Likes, ein Abo und kommentiert. Egal was, sagt mir was. Ich wünsche euch was. Schönen Tag noch.